Die Bilder hier habe ich zusammen mit dem Besuch vom Bayerischen Rundfunk im Februar mit Bernhard Verhaag gemacht. Diese hohe Pflanze da, die hell ist, die heißen in Brasilien Franzosen. Weil viele Bauern da Einwanderer aus dem Hunsrück waren. Und damals hatten sie eine Angst vor den Franzosen. Und als das Unkraut da war, wussten sie nicht, wie das heißt, haben sie es als Franzose getauft. Ist eigentlich gar nicht als Unkraut bekannt. In Deutschland wird es als Blume verkauft. Es heißt kanadisches Berufskraut. Conisa canadiensis. In dieser Plantage hat man 8 Liter Glyphosat auf die Soja gespritzt, um dieses Unkraut zu bekämpfen. Die Soja ist ja resistent gegen Glyphosat. Das hatte ich ja bei meinem Vortrag 2007 hier erklärt, 2006. Man hat eine Soja entwickelt, auf die man Glyphosat draufspritzen kann und die wird aufgrund dieser gentechnischen Veränderung nicht beschädigt, weil in jeder Zelle dieser Pflanze ein Teilchen von einer Bodenbakterie ist, die resistent ist gegen diesen Giftstoff. So hatten wir die Möglichkeit, und das war die Hoffnung, wir würden ja hier nur mehr Glyphosat draufspritzen und dann würde das Unkraut alles tot sein. Und wir hätten dann die Pflanze so schön da stehen, als einzige, die wir brauchen, all die sogenannte Nutzpflanze. Alles herum tot, die Nutzpflanze bleibt stehen. Die Natur hat das nicht so verstanden oder wollte da nicht so mitmachen, dass wir nur die Sojapflanze haben, die ja gar nicht da wächst. Die haben wir aus China dahin gebracht. Vielleicht ist das die große Unkrautsorte, die wir da haben. Und jetzt ist eine Unkrautsorte, die man noch nicht mal mit Glyphosat bekämpfen kann. Und jetzt haben wir dieses Phänomen da. Das Unkraut wird nicht mehr durch Glyphosat bekämpft. Diese Franzosen da, sehr merkwürdig, also kanadisches Berufskraut, diese Pflanzen, die sind sehr wichtig für die Landwirtschaft, weil sie ein Signal sind, dass im Boden etwas nicht in Ordnung ist. Die Bauern wissen das aus der Praxis und wir kennen das aus einer Theorie in der Landwirtschaft, die heißt Allelopathie, also dass wir wissen, wie die Pflanzen wirken unter sich, dann heißt es, wenn man so viele Pflanzen von denen hier hat, dann heißt es, im Boden ist etwas nicht in Ordnung. Anstatt es als Zeichen zu verstehen, betrachten die meisten das wieder als Unkraut. Dieses Unkraut muss jetzt ausgerottet werden. Und die einzige Chance, die es da gibt, ist hier Agent Orange aufzuspritzen. Ich habe ja 2006 vielleicht, ich weiß nicht genau, ob der Vortrag, ob ich das gesagt habe, aber ich habe mal bei einem Dokumentar beim Deutschlandfunk mitgemacht und da war der Sprecher von Monsanto in Deutschland dabei. Und dann ging es um die Frage, was empfehlen Sie einem Bauer, wenn die Unkräuter resistent werden und nicht mehr durch Glyphosat beschädigt werden? Und dann sagte er, ja, das gibt es ja gar nicht, ne? Zunächst. Ne? Also das ist ja ein Phänomen, das kenne ich gar nicht so. So, Glufosinat kennen wir, Glyphosat kennen wir. Alle Stoffe, die wir als einzige und in riesigen Mengen gespritzt haben, haben zu einer Resistenz geführt. Das ist Stand des Wissens. Das kann man sagen, das ist nicht unumstritten, das ist aber Konsens bisher gewesen. Und jetzt haben wir bei dieser Pflanze diese erstaunliche Widerstandskraft. Sie wehrt sich gegen die Technik, die wir angewendet haben. Und merkwürdigerweise zieht sie ja auch noch Insekten an, ist ja nicht schlecht, wenn sie die Insekten anzieht, die dann auf die Soja gehen, würden, wenn sie nicht da ist. Aber vielleicht ist es für die Logik, die hinter der Gentechnik steht, ja umgedreht. Wir sollten diese Pflanze wegbringen, damit die Insekten auf die Soja gehen. Damit wir weiter Lösungen finden müssen, um dieses Insekt zu bekämpfen, weil er dann ein Schädling ist. Ja. Toll, ne? Die Geschichte ist ja alles umgedreht. Ne? Aber hier sehen wir, es hat nicht funktioniert mit der Gentechnik. Hier ist es nach 10 Jahren. Ich habe gesagt, 8 Liter Glyphosat pro Hektar. Das ist eine Katastrophe eigentlich. 8 Liter Glyphosat pro Hektar und haben ja immer noch das Unkraut da stehen. Und dann damals sagte der Sprecher von Monsanto Deutschland bei diesem Interview, ja, wenn es dann so ist, dann muss der Bauer den Wirkstoff ändern, also wechseln. Super, Standardantwort, kenne ich aus meiner Zeit als Giftverkäufer. Die Schuld liegt beim Bauer. Der benutzt es nicht richtig. Und wenn er es nicht richtig benutzt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, eine andere Möglichkeit anzubieten, nämlich einen anderen Stoff,
richtig zu spritzen, weil er hier zu viel spritzt. Also die Schuld liegt beim Bauer. Er sollte nicht so viel spritzen. Das ist ein Problem für das Unternehmen, dass der Bauer so viel spritzt. Es wäre viel besser, er spritzt nur 1 Liter, ne? Aber er spritzt 8 Liter. Katastrophal für das Unternehmen, oder? Jetzt, was sagt man? Der Bauer hat alles falsch gemacht. Weil er nach 3 Jahren gesehen hat, er muss immer mehr spritzen. Und nicht das Gegenteil, was behauptet wurde, der würde immer weniger. Naja, jetzt ist es doch anders. Betriebswirtschaftlich gesehen verdient Monsanto hier riesig viel Geld. Nicht nur beim Verkauf von Spritzmitteln, sondern auch beim Verkauf des Saatgutes. In einem Jahr verdienen sie mehr als alles, was die Landesregierung in Landwirtschaft investiert hat. Nur was die 2% der Ernte betrifft, das wird ja von den Bauern abgenommen. Vielleicht erinnert das an eine tolle Zeit, das war der sogenannte Feudalismus in Europa. Da musste man auch einen Teil der Ernte abgeben. Und da gab es Könige oder Fürste und so weiter, die haben ja behauptet, im Namen Gottes diese Naturressourcen zu beherrschen. In Linz haben die da, jedes Schiff, der durchgefahren ist durch die Donau, musste einen Teil der Fracht abgeben, weil das war ja so vorgesehen. Der Fluss gehört ja dem König und der König ist ja im Namen Gottes da. Also die Religion hat das dann legitimiert. Ja, danach sind wir in einer anderen Zeit, ne? Dann entsteht die Wissenschaft und die Wissenschaft, die Religion ist nichts mehr wert. Jetzt müssen wir alles durch die Wissenschaft verstehen und jetzt haben wir eine Art Wissenschaft, die macht das selber. Nämlich, es gibt nochmal Herren, die behaupten, sie seien so mächtig, dass sie die Naturressourcen beherrschen. Und die haben sogar Gesetzen, Patenten, Titel, so wie damals. Und die Wissenschaftler machen das, was die Religion früher gemacht hat, das zu legitimieren. Nämlich, dass die Menschen daran glauben, dass es richtig ist. Und das funktioniert auch noch. Und das bezeichne ich als Refeudalisierung der Landwirtschaft. Dankeschön. In dem Bereich hier war die Antwort ganz klar. Der Bauer soll den Wirkstoff wechseln. Ich hatte es damals nicht verstanden. Auch der Journalist nicht. Der Journalist aus Köln, der hat dann nachgefragt, ja, das haben Sie aber schon behauptet vorher, dass die Wirkstoffe, die wir heute haben, nichts mehr taugen. Wir brauchen deshalb die Gentechnik, weil es Resistenzen gibt bei den anderen und die sind ja so schlimm, verteufelt schlimm, obwohl sie von denselben Konzernen produziert wurden. Jetzt sollen wir Glyphosat nehmen und jetzt, wenn Glyphosat nicht mehr funktioniert, was ist die Antwort? Jetzt sollen wir wieder die nehmen, die sich selbst gesagt haben, die funktionieren nicht. Und dann hat er geantwortet, nein, dann geht der Bauer so einfach hin und hackt dieses Pflänzchen raus. Ist ja auch cool. Toll, ne? Und das bezeichnet man als technischen Fortschritt. Man geht da hin und hackt das raus. Genau das machen die Bauern in Brasilien. Die einzige Möglichkeit, die übrig bleibt, ist hier hacken zu gehen. Und das haben nicht die Kritiker empfohlen. Die Kritiker haben die Fruchtfolge empfohlen. Eine andere Betrachtungsweise der Natur empfohlen, sodass unser Wissen nicht vor der Natur steht. Also dass die Natur nicht an unser Wissen angepasst wird, sondern dass unser Wissen an die Natur angepasst werden soll. Das war unsere Vorstellung. Jetzt, was ist passiert? Jetzt haben wir diese Katastrophe hier, dass die Bauern Jahr pro Jahr mehr spritzen müssen. Ich habe hier noch nicht mal übertrieben. Ne? In Argentinien sind es 14 Liter pro Hektar. Und das führt dazu, dass diese Soja 14 bis 33 Milligramm pro Kilo Rückstände von diesem Gift haben. Und diese Rückstände kommen nach Europa und die werden hier gefüttert, ohne dass die Menschen es wissen. Es war verboten, auf diese Soja Glyphosat zu spritzen. Was hat man gemacht? Zunächst diese Sojasorte zugelassen, gegen den Willen der Bevölkerung. Und der Wissenschaftler, die es schon lange gesagt haben, das Zeug führt dazu, dass wir bei den Körnern später Rückstände haben. Es gab ein Gesetz, man darf nicht auf die Nutzpflanze Glyphosat spritzen, nur vor der Aussaat. 1 Liter pro Hektar. 1 Liter vor der Aussaat, jetzt nochmal 7 Liter nach der Aussaat, also auf die Pflanze. Dann hat man das Gesetz geändert und man hat auch zugelassen, dass man auf die Soja Glyphosat spritzt. Und damals hatten wir bis 2004 eine Grenze, Rückstandsgrenze.
Das war 0,2 Milligramm pro Kilo. Mehr dürfte man nicht an Rückstände haben bei der Soja. Auf einmal, Dezember 2004, in der Nacht, hat das Parlament in Brasilien entschieden, wir werden jetzt nicht mehr 0,2 Milligramm pro Kilo erlauben als Grenze, sondern 10 Milligramm pro Kilo. Das ist 50 Mal mehr. Es reicht aber noch nicht aus, wir haben bis zu 33 Milligramm pro Kilo. Das ist diese tolle Sojasorte, die nach Brasilien, nach Europa geschickt wird. Und wir haben dann gesagt, ja, was passiert, wenn die Menschen das essen? Die Brasilianer haben gesagt, wir essen es sowieso nicht. Und dann haben die Europäer gedacht, na ja, was passiert jetzt mit dem Fleisch, mit den Eier und mit den Milch? Ja, kein Problem, Tierprodukte werden nicht gekennzeichnet. Das heißt, 80% dieser Soja landet im Futtermittel. Und im Futtermittel kommt der Bauer dann zurecht mit dieser Frage. Es steht drauf, es könnte vielleicht Gentechnik enthalten, weil da Gen Soja sein. Und wenn das Fleisch dann verkauft wird, wenn es vielleicht mal ein Problem ist, oder Milch und Eier, dann haftet der Bauer, weil der wusste es ja, als er es gefüttert hat. Ist ja toll, ne? So wieder ist der Bauer schuld, ohne es verstanden zu haben, was alles hinter dem Ganzen steht. Professor Seralini hat dann in Frankreich mal eine Studie durchgeführt, das war jetzt vor kurzem, und hat festgestellt, dass die Rückstände, die wir in Brasilien nach Europa schicken, also die auch hier ankommen, das ist schon mal das Erste. In der Wissenschaft ist es ja nicht sicher, ne? Es könnte ja sein, wir schicken diese Soja nach Europa, wir haben sie dort untersucht, 14 bis 33 Milligramm pro Kilo Rückstände Glyphosat, aber die bleiben ja 14 Tage in einem Schiff, vielleicht verschwindet das alles. Also wissenschaftlich ist das ja nicht so einfach. Wir müssen es auch untersuchen, wenn es hier ankommt. Nur wer macht das? Es gibt kein Licht dafür. Wieder kein Licht. Interessiert nicht. Das interessiert auch die Wissenschaftler nicht. Ist das nicht erstaunlich? Und plötzlich kommt ein Wissenschaftler und stellt es doch fest. Nicht nur das, sondern er geht mal auf die Frage, was ist eigentlich diese Glyphosat und Roundup? Und dann stellt er fest, wenn man Roundup ist die Marke von einem Produkt. Dieses Produkt besteht aus Glyphosat, enthält aber noch zusätzlich Isopropylaminsalz, Wasser und Polyxithylenalkylamin. Und dieses Polyxithylenalkylamin ist zuständig dafür, dass die Spannung der Oberfläche eines Gewebes reduziert wird, sodass es möglich ist, dass dieses Glyphosat eindringt. Und das heißt, dass wir dadurch auch die Rückstände haben, weil es eindringt und es bleibt in der Pflanze, nicht wie vorher. Deswegen war es ja verboten, auf die Nutzpflanze zu spritzen. Und das heißt, wir haben jetzt durch die Agrogentechnik eine riesige Verseuchung von Sojakörnern. Und wir haben dann bei diesem Professor Seralini die erste Untersuchung, die zeigt, dass man Roundup, auch wenn man ihn 100-mal verdünnen würde, immer noch eine Veränderung an den Zellen von menschlichen Embryonen verursacht. Was heißt das jetzt, wenn die Menschen in bestimmten Flüsse sind und dort baden? Weil das Schlimmste ist ja dieser Kutane-Effekt. Ne? Es geht ja durch die Haut eigentlich. Viel schlimmer, als wenn man ihn trinken würde. Was passiert mit diesen Menschen? Was passiert mit den Kühen? Was passiert mit den Schweinen? Was passiert mit allen, die jetzt von diesen Körnern betroffen sind? Was passiert überhaupt mit der Sojapflanze, mit den Vegetariern, die glauben, das sei eine gesunde Ernährung? Was passiert jetzt, wenn sie mal feststellen müssen, das ist so gar nicht mehr pflanzlich? Es ist ja eine Bakterie drin und das ist tierisch. Also, wie kann man denn noch Vegetarier sein in unserer Zeit? Und naja, jetzt haben wir diese Pflanze auf dem Markt und wir haben Untersuchungen, die sagen ganz deutlich, diese Glyphosat produziert Veränderungen an Tieren. Und es wurde aber immer gesagt, Glyphosat ist doch gar kein Gift. Könnte man sogar trinken. Es gibt sogar in Deutschland solche Behauptungen. Glyphosat könnte man sogar trinken. Ich weiß, dass man ihn trinken kann. Man sollte ihn aber nicht trinken. Und in Brasilien hatte ein Wissenschaftler es behauptet, am 23. April 2007,
Der große Vorteil, so eine Soja zu haben in Brasilien, ist, dass wir jetzt einen Stoff hier benutzen zur Unkrautbekämpfung, den sogar getrunken werden könnte. Dann haben die Studierenden da an der Universität eine Kampagne durchgeführt, in Schnapsgläsern diesen Glyphosat eingeschenkt und allen angeboten, bitte trinkt hier, weil der Herr da hinten sagt, das geht doch. Das hat nicht so funktioniert. Und es gab auch eine tolle Geschichte in Argentinien, da hat auch ein Herr das behauptet. Da ist ein Arzt hingegangen und sagt, dann bringen wir mal sofort diesen Glas und schenken dem Herrn mal ein, damit wir sehen, dass er auch vor uns steht. Und da ist er abgehauen. Also Glyphosat ist nicht irgendein Stoff. Auch wenn er nicht so giftig ist wie andere Gifte, ist es immer noch ein Gift. Und auch wenn er im Labor untersucht wurde als nicht so giftig, ist die Kombination Isopropylaminsalz, Glyphosat und Polyxyethylenalkylamin mindestens 10-mal giftiger als Glyphosat allein. Und was wir in der Soja haben, ist Roundup, diese Formel. Das deutsche Fernsehen hat das sogar berichtet. Einmalig gab es einen Bericht beim ARD über Glyphosat. Nie mehr erschienen. Einmal. Ist aber auch nicht widerlegt worden oder kritisiert worden, es blieb dabei. Aber es gibt's. Und wir haben tolle Untersuchungen, was Glyphosat betrifft. In den USA haben wir 1996 mal eine Studie gehabt, die hat ja in die Welt eine Glaube in die Welt gesetzt. Damals war das erste Jahr, als die Gensoja auf dem Markt war. Und dann haben die US-amerikanischen Forscher dort Gensoja Ratten gefüttert und herkömmliche Soja den Ratten gefüttert. Und festgestellt, es gibt keinen Unterschied. So kamen die Schlagzeilen, Gensoja ist gesund. Die kamen durch die Weltgesundheitsorganisation in die ganze Welt. Und später kamen die Studien von Malatesta, von Eliane Dalla Grave, ganz viele Studien, die haben was ganz anderes gesagt. Roundup, diese Kombination, verursacht mindestens 3 große Probleme bei Ratten. Zunächst waren die Ratten auch nicht so alt, wie die in den USA, die man gefüttert hat. Und man hat die Studien auch etwas länger durchgeführt als die in den USA, als man behauptet hat, dafür gibt es kein Geld, so lange zu forschen. Die wollten das ganz schnell machen. Die Studie sagte deutlich, es gibt Veränderungen an den Nieren, es gibt Veränderungen an der Leber, es gibt Reproduktionsprobleme. Und diese Reproduktionsprobleme sind bis heute bei vielen Wissenschaftlern ein Konsens. Weniger Spermatozoenproduktion, mehr Abtreibungen und weniger Libido. Und andere Studien weisen noch darauf hin, dass es vielleicht eine Veränderung im Blut gegeben hat. Also sie weisen darauf hin, dass es mehr Weißblutkörperchen gibt im Vergleich zu Rotblutkörperchen. Und sie weisen auch auf einen Fall von Immunschwäche hin. Nur jetzt wissen wir nicht, hat das jetzt mit Glyphosat zu tun oder hat das mit den gentechnischen Veränderungen zu tun? Weil das haben wir beim Mais ja auch als Studie. Wieder das Problem, Studien gibt es ausreichend. Nur was ist dann mit den Studien aus den USA los? Wenn man mal genau hingeschaut, die Gensoja, die da an den Ratten gefüttert wurde, war tatsächlich eine Gensoja. Nur auf die hatte man kein Roundup gespritzt. Das ist ja ein großer Unterschied. Es gibt keine Gensoja auf dem Markt, auf die man kein Glyphosat gespritzt hat. Weil der Bauer will doch keine Lizenzgebühren zahlen und dann hacken gehen, oder? War ja die Empfehlung von Monsanto, ne? Am Ende der Geschichte. Aber jeder Bauer, der eigentlich diese Sorte anbaut, der geht auch davon aus, dass man jetzt da Glyphosat drauf spritzt. So ist das Endprodukt mit Glyphosat verseucht. Und das ist das größte Problem bei der Gensoja. Für die Bauern ist das Problem hier, wie kommen sie mit dem Unkraut zurecht? Und da war die Antwort richtig. Die Antwort von dem Pressesprecher von Monsanto wurde nur nicht verstanden damals. Was sie davor hatten war, wir bringen wieder Wirkstoffe auf den Markt, die funktionieren. Und wir dachten, das sind andere, die nicht mehr funktionieren. Es sind die, die aber nicht erlaubt sind. Und deswegen kommt hier Agent Orange drauf. Und das ist die nächste Stufe,
bei Rückständen von Glyphosat, Rückstände von Soja, die schon Glyphosat haben, die haben jetzt noch Agent Orange und die werden dann auch noch nach Europa geschickt. Die werden dann hier gekauft. Und diese katastrophale Sojasorte, die ist für uns bezeichnend. Wir wissen gar nicht, wie sie heißt. Wir wissen nur, was mit ihr gemacht wurde. Hier wurde mit Hilfe einer Bodenbakterie namens Agrobacterium tumefaciens ein Tumor produziert. Und dieser Tumor dient als Baueinleitung für eine andere Bodenbakterie, die resistent ist gegen Glyphosat. Damit man das nochmal aktivieren kann, also tierisches in pflanzliches einzubauen, dann hat man nochmal zwei Promotoren eingebaut. Ein Gen aus der Petunie, eine Blume, und ein Gen aus dem Virus, das Mosaikvirus des Blumenkohles. Das hat man mit dieser Pflanze gemacht. Die schmeckt nicht besser, die riecht nicht besser, die sieht nicht besser aus, die produziert 5-10% weniger pro Hektar als die andere. Sie ist teurer, weil der Bauer 2% der Ernte abgeben muss, wenn er diese Sorte angebaut hat. Und das ist dieser neue Feudalismus. Und diese Pflanze hat Rückstände von Glyphosat, vielleicht jetzt auch noch von Agent Orange, und hat weniger Eiweiß. Weil aufgrund der 8 Liter Glyphosat Einsatz, des Einsatzes von Glyphosat, reduzieren wir die Aktivität von Bodenbakterien an den Wurzeln der Pflanze. Und dieses führt dazu, dass wir zu wenig Stickstoff in der Wachstumsperiode haben. Das führt dazu, dass wir weniger Ertrag haben. Und das führt dazu, dass wir weniger Eiweiß haben, weil die Stickstofffixierung mit der Eiweißbildung zusammenhängt. Die Brasilianer nennen diese Sojasorte Maradona. Weil sie klein ist, kleiner als die anderen Sorten, weil sie aus Argentinien kommt und weil sie süchtig ist. Man braucht zunehmend Glyphosat und zunehmend andere Chemiestoffe. Und das ist eine Erfindung in der Wissenschaft. Wie man den Bauern mehr technischen Problemen beibringen kann oder wie man dafür sorgt, dass wir mehr technischen Probleme haben, damit wir in der Wissenschaft nach Lösungen suchen, die wir eigentlich schon vorher haben. Und diese Art, Wissenschaft zu betreiben, hat nichts mehr damit zu tun, was man ursprünglich mit Wissenschaft wollte oder von Wissenschaft erwartet hat. Denn für mich ist Wissenschaft da, um die Qualität, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Und hier haben wir genau das Gegenteil davon. Und vielleicht wäre hier nochmal die Frage zu stellen, hat das eine Zukunft? Ich gehe davon aus, dass hier in diesem Bereich die Wissenschaft wenig Zukunft haben kann, weil die Natur es nicht zulässt, dass wir einfach ein Teilchen des Erbgutes ausschneiden mit der Hilfe von Enzymen und das wieder einbauen in einem anderen Lebewesen, ohne diese Reihenfolge verstanden zu haben. Sie einfach zu verändern, führt zu Reaktionen. Und diese Reaktionen sind sehr ungünstig. Das würde jetzt zur Schlussfolgerung führen, die ich auch in dem Buch jetzt habe und auch im Gesundheitsberater mal als Text veröffentlicht habe, über die Immunschwäche. Das würde ja dazu führen, dass die Pflanzen selbst aussterben, weil sie nicht mehr gedeihen können, weil sie immunschwach sind und eher angegriffen werden von Insekten. Wie der Herr Fallmeier mir es mal in Passau gesagt hat, das sind ja keine Schädlinge, das sind doch Nutzlinge, wenn diese Insekten die Gensoja fressen.
Das heißt, die Natur wird diese Pflanze ja zerstören. Das Problem ist aber, dass wir eine Kontamination haben. Und dass die schlechteren Sorten die besseren vernichten. Und wo kommen wir dahin? Wenn wir überhaupt keine Sorten mehr haben, dann müssen wir nach Spitzberg gucken. Dort gibt es noch eine Saatgutbank. Großartig finanziert von den Konzernen, die jetzt hier mit der Gentechnik herumspielen und zukünftig die ganzen Sorten allein in der Hand haben. Und dann können wir tatsächlich von Feudalisierung sprechen. Dann gibt es keine Sorten mehr außerhalb dieser Saatgutbank. Und dann können die weiter die nächsten Sorten produzieren. Und kein Wissenschaftler kann mehr Pflanzen züchten und noch nicht mal was untersuchen, weil es ist dann ausschließlich ein Industriegeheimnis von vier Konzernen. Und das ist die totale Abhängigkeit. Schlimmer kann es nicht sein. Schlimmer kann es nicht werden. Gerne muss ich aber jetzt zum Ende kommen und auch einen Teil Optimismus hier verbreiten. Ich bin ja ein Pessimist in der Theorie, immer schon gewesen. Ich möchte immer jede Theorie widerlegen, aber im Leben bin ich immer ein Optimist gewesen, um das zu unterstützen, was die Bewegungen vorangetrieben hat. Ich sehe, dass der Widerstand weltweit gewachsen ist. Und was wir zum ersten Mal in diesem Jahr feiern können, dass die Anbaufläche von gentechnisch veränderter Soja zurückgegangen ist. Ja. Sogar in den USA, sogar da, wo die meisten Konzerne ja richtig Geld in die Landwirtschaft stecken können, um das Ganze zu subventionieren, was in anderen Ländern nicht möglich war, besonders in Lateinamerika. Dass die Bauern selbst die Auswirkungen sehen können und dass es immer noch nicht zu spät ist. Vor 10 Jahren hätten wir gedacht, ganz Europa wird nur Gensoja mehr haben. Jetzt gibt es Teile Europas, die sind gentechnikfrei. Und das hat mich gestern ganz gefreut. Ich fahre so oft mit dem Zug, bin gestern mit dem Auto in Bayern gefahren und plötzlich sehe ich so viele Schilder, Zivilcourage, Zivilcourage. Wir sind hier gentechnikfrei, gentechnikfrei, gentechnikfrei. Ja, das ist ja super. Also, die Menschen können sich gentechnikfrei in einer Region erklären und dann ist es auch egal, was die Gesetze machen, weil da kann ja nicht gezwungen werden, dass ein Bauer Gensoja anbaut oder Genmais anbaut oder Genraps anbaut. Wenn der Bauer es nicht anbaut, dann gibt es das nicht. Und genau dort ist es angekommen. Die Konsumenten haben dafür gesorgt, um zu zeigen, dass sie das gar nicht wollen. Warum sollte man es produzieren? Und die Bauern haben es jetzt verstanden, dass es eigentlich eine Katastrophe ist, es zu produzieren. Und dass wir immer noch ausreichend Saatgut haben auf der Welt, dass wir noch nicht in dieser Abhängigkeitsfalle drin sind, weil es immer noch Saatgutreserven gibt, die vermehrt werden können, ohne in Spitzberg landen zu müssen. Auf natürliche Weise, jeder Bauer vermehrt es selbst, so wie es schon immer war. Und wir haben noch die Möglichkeit, Wissenschaft mit diesen Bauern zu entwickeln. Und ich freue mich besonders, dass wir das in Brasilien erreichen konnten. In einer Region, in der nur Kleinbauern sind, die erste Universität haben, in der die Söhne und Töchter Agrarwissenschaften studieren, auf ökologischer Basis. Und das ist ein riesiger Erfolg. Und wir können in die Zukunft schauen und sagen, es kann auch anders sein. Und dies anders heißt, wir können einen Fortschritt haben, indem wir die Beziehung zur Natur ändern, indem wir auch die Beziehungen zwischen uns ändern, dass wir nicht mehr auf Konkurrenz basieren, sondern dass wir vernünftig leben und in die Zukunft schauen können. Es gibt auch noch Menschen, die nach uns leben können. Und wir haben es gelernt, aus vielen Erfahrungen es zu verknüpfen. Die Menschen in Europa können heute nach Brasilien schauen, wir haben dort eine Erfahrung. Die Menschen in anderen Ländern können auch nach Europa schauen, hier gibt es auch eine Erfahrung. Und wir können uns austauschen. Und das ist ganz toll,
Weil wir sehen, dass es weltweit möglich ist, einen Widerstand zu organisieren gegen eine Sache, die ja auch international stattgefunden hat. Denn nach dem sogenannten TRIPS-Abkommen 1994, am Ende der Uruguay-Runde im Rahmen der Welthandelsorganisation, hat man ja ein Gesetz konstruiert, dass es möglich ist, Leben zu privatisieren. Das war international und jetzt ist der Widerstand dagegen. Also es ist nicht mehr so einfach, in München beim Europäischen Patentamt diese Patente so zu bekommen, ohne dass es riesigen Protesten gibt, ohne dass man mit Kritik rechnen muss. Und es ist möglich, heute zu sehen, dass Regierungen auch ihr Handel geändert haben. Ich glaube aber nach wie vor nicht an Regierungen. Ich glaube eher an den Druck auf Regierungen. Und das habe ich hier auch mal gesagt. Das war ein Satz, den ich beim Evangelischen Kirchentag, beim 30. Evangelischen Kirchentag in Hannover, bei einer Podiumsdiskussion mit Gerhard Schröder gesagt hatte, dass Regierungen so wie ein Bohnentopf funktionieren. So wie er auch auf dem Podium. Nachdem richtig Druck von unten kommt, wenn es richtig von unten angeheizt wird, dann wird es was aus dem Bohnentopf. So wird es auch was aus Regierungen oder Parteien oder aus der Politik. Und dieser Druck von unten ist tatsächlich da. Und ich freue mich, diesen Druck unterstützen zu können, weil das ist ein Druck in die richtige Richtung oder in die Richtung der Hoffnung, in die Richtung der Zukunft, der Nachhaltigkeit, in die Richtung des Lebens. Und am Ende meiner Vorträge habe ich mich angewöhnt, eine Geschichte zu erzählen, die erzähle ich hier dann auch. Habe ich auch gestern gesagt, wo die erschienen ist. Die war in Brasilien an einem Flughafen, als eine Flugbegleiterin von Lufthansa mir erzählt hat, dass es mal einen Flug gab zwischen São Paulo und Frankfurt oder São Paulo und München. Und da gab es Turbulenzen und der Flug kam zum Stürzen. Und es war eine Katastrophe. Manche haben gebeten, manche haben geschrien, manche haben einfach herumgetobt, was getan. Aber einer war ganz ruhig. Und er hat einfach nur mit Fragen reagiert, wie, bringen Sie mir einen Kaffee? Oder haben Sie noch einen Whisky? Sowas, ne? Und das Flugzeug ist nicht abgestürzt, sonst könnte ich diese Geschichte ja nicht erzählen. Aber alle wollten wissen, wie kann man in einer solchen Situation in Ruhe bleiben. Und dann war einfach der Satz von diesem Menschen symbolisch. Er sagte, die Maschine gehört doch nicht mir. Ich freue mich, nicht alleine in einem Flugzeug zu sitzen und dafür sorgen zu wollen, gemeinsam mit sehr vielen Leuten, dass die Landwirtschaft auf eine nachhaltige Basis erhalten wird und dass unsere Zukunft weiter in einer Lebensperspektive möglich bleibt. Vielen Dank.